Auf ein neues, auf ein wohl letztes Mal Meisterschaftssaison bei diesem Spiel. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2015. Unsere sechste Saison steht in den Startlöchern und groß zu sagen haben wir bei den Teams ja sowieso nichts. Ich habe euch ja gesagt, es soll wieder Ferrari sein und dann war eben die Frage, ob Experte oder Legende und ich habe euch da gefragt. Und daraus kam letztendlich ein Verhältnis von 10 zu 2 von den Leuten, die der Schwierigkeitsgrad hier bei dieser sechsten Saison wichtig ist, für Experte. Das habt ihr soweit entschieden, also die anderen nehme ich mal an, die können damit auch zufrieden sein, also die können das auch in Ordnung finden. Was sage ich gerade? Ihr findet es vielleicht in Ordnung, wenn ich auch auf Experte schon wieder, genau, das wäre die richtige Schwierigkeitsstufe. Ihr findet es annehmbar, wenn ich auch auf Experte fahre, weil ich eben auch annehme, dass wir auf Experte nichts zu tun haben werden. Also mit Mercedes im schlimmsten Fall, was heißt im schlimmsten Fall, im schönsten, im besten Fall, weil die liegen ja noch vor uns, vor Ferrari. Das wird auf jeden Fall ein Kampf werden. Und ja, da haben wir wieder einiges vor. Wir müssen hier wieder mal kurz einstellen. Stimmt eigentlich alles soweit? 30 Minuten, hier eben nicht, komplett. Und die 50%, genau. Renneinstellung Experte. Das passt dann alles soweit und bei den Fahrhilfen sollte es auch keine Probleme geben. Nö. Und was ich heute wieder ansprechen werde, in der ersten Folge zur neuen Saison, also im freien Training, was ich mir wie genau vorstelle, was die Ziele sind, was wir zu erwarten haben, das denkt ihr euch vielleicht schon, weil ihr auch die Erfahrung mit den ganzen Saisons habt. Und ja, das ist einfach ein Standardprogramm bei der ersten Fahrt, also im freien Training zur neuen Saison. Einfach mal das Grundlegende soweit ansprechen. Und ich habe auch wieder Kommentare von euch gelesen, die gerade so bei den ersten Folgen F1 2015 sind, die sich auch noch freuen, die weiteren Folgen, also mittlerweile über 270 weitere, dass die sich darauf freuen, dass ihr euch freut, das noch anschauen zu dürfen. Das freut mich auch, wenn ihr die Vorfreude habt und mal schauen, wann ihr hier bei dieser Folge Nummer 286, glaube ich, ja, ankommen werdet. Ja, ankommen, gutes Stichwort, das Spiel ist soweit auch schon angekommen, Laden abgeschlossen. Willkommen in Melbourne. Das Training für den großen Preis von Australien dieses Wochenende fängt gleich an. Die Vorbesprechungen sind vorbei, jetzt ist es an der Zeit, dass die Fahrer zeigen, was sie drauf haben. Die Teams werden beim Kampf um die Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft Strecken auf 5 Kontinenten besuchen. Was meinst du? Auf welches Rennen konzentrieren Sie sich dieses Jahr am meisten? Ich glaube, Sie freuen sich schon auf den Grand Prix in Mexiko, der erstmals seit 1992 wieder stattfindet, und zwar im Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico City. Dieses Jahr kehrt Honda wieder in den Sport zurück und lässt seine erfolgreiche Partnerschaft mit McLaren, eine der größten der Formel-1-Geschichte überhaupt, wieder aufleben. Denkst du, dass Honda an seine alten Erfolge, an die Erfolge aus den 80er und 90er Jahren, anknüpfen kann? Es wird nicht leicht sein, aber ich denke schon. Es waren einige harte Jahre für McLaren mit dem Verlust Hamiltons, Mercedes Rückzug als Anteilseigner und großer Teaminvestor und mit dem Ausstieg von Paddy Lowe als technischem Leiter. Dies könnte der Anfang für ihren erneuten Weg an die Spitze sein. Das hören wir also auch wieder. Und Jeff kommt doch bestimmt. Okay, Jeff hier. Der Funkcheck scheint in Ordnung zu sein. Natürlich. Bevor wir anfangen, wollte ich dir noch sagen, wie sehr ich mich darauf freue, mit dir zusammenzuarbeiten. Gleichfalls. Ist mein Erfolg. Also geben wir unser Bestes. Falls du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Na, leider nicht. Also wenn ich was hätte, kann ich leider nicht Bescheid sagen. Also klar, Nachfragen schon, das Allgemeine, was wir kennen. Aber der Erfolg, ja. Das Ziel sollte auf jeden Fall sein, den Weltmeistertitel anzustreben. Und wir haben fast Regen. Also, das Wetter schon mal bedeckt. Gute 1,2... Sekunden sind die weicheren schneller hier in Australien. Hier mit dem Ferrari bin ich eigentlich soweit schon vollstens vertraut, dass es gewissermaßen eine Neuerung, einfach den Wagen nicht kennenlernen in den ersten Rennwochenenden. Wir kennen ihn soweit sehr gut, das ist eben auch was Neues, was ich an dieser sechsten Saison sehe, dass wir erstmals ein Team in der zweiten Saison direkt im Anschluss noch einmal fahren. Ich will gleich wieder fahren, deswegen Setup und weiß gar nicht mehr, was ich damals im Ferrari hier genommen habe. Vom Gefühl her will ich 5-3 nehmen. Bei den Flügeleinstellungen.
Und beim Benzin, ja, ich bin diesmal wieder mal nicht beim Ballast gewesen, habe ich mir wieder abgewöhnt. Nehmen wir jetzt einfach mal 20 Kilogramm mit. So, das hätten wir auch. Wir haben die härteren, dann schauen wir eben nochmal kurz auf das Wetter. Es soll dann regnen in 20 Minuten, okay. Bin ich mal gespannt, dann legen wir erstmal los. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Ja, aber klar, gerne doch. Also Ziel auf Experte ist auf jeden Fall Weltmeister werden. Wir haben schon Experte lange nicht mehr gehabt, zuletzt eben mit dem Force India in unserer dritten Saison, also seit zwei Saisons. Mal gucken, wie meine Einstellung, ja, oh Gott, der Ausgang, Moment. Haha, genau. Bin mal gespannt, wie meine Erinnerung noch an Experte ist. Also ich habe euch ja mal kurz angerissen, was ich mir über Experte, gut, Legende, musste ich ja nicht viel sagen, weil das haben wir jetzt zwei Saisons gekannt, was da zu erwarten ist. Und bin mal gespannt, wie sich das hier auf Experte verhält. Also ganz klar, unsere Schwächen werden sein die Primes. Einerseits, dann eben auch der Regen. Gut, eigene Fehler sollten nicht passieren, können immer passieren, aber man geht ja an sich immer erst von dem normalen Rennen, also ohne Regen aus und Fat Lanterns. Und Regen, gutes Stichwort. Wir hatten in der letzten Saison, rein aus der Erinnerung, bei 8 von... Ja, ich sehe schon Regen auf der Linse. Also wir hatten letzte Saison im Ferrari... Rein aus der Erinnerung habe ich mir mal vor dieser Aufnahme hier überlegt, also mal abkürzen, haben wir 8 von 19 Rennen, haben wir da im Regen erlebt. Also auch Monster dazu gezählt, weil da waren die letzten zwei Runden so, dass man wirklich schon auf Intermediate-Zettel fahren können oder sollen. Anders als zum Beispiel das echte 2016er Kanada-Rennen. Da hat zwischendurch auch mal getröpfelt, auch zu Beginn eben besonders. Aber da stand nie zur Debatte, dass die Fahrer auf Intermediates gehen. Und das war eben bei unserem Monsterrennen anders. Hat das Monsterrennen jetzt nicht großartig beeinflusst? An sich überhaupt nicht von uns aus gesehen, aber... Das erste Rennen der Saison ist immer etwas schwierig für uns auf der Strecke. Aber auch für das Team in der Werkstatt, da das Auto nach dem Wintertest zum ersten Mal gefahren wird. Je konstanter dein Sprit verbraucht ist, desto mehr hilft uns das weiter. Ja, lass mich in Ruhe. Alles klar. Und kleine Korrektur am Rande. Mikrofon nochmal richten, so passt besser. Jetzt war ich gerade mal kurz auf Vollgas. War mir nämlich etwas zu weit weg. Ja, der Regen, den habe ich jetzt angesprochen. Ziel ist Weltmeister werden, vor Vettel landen. Weil Vettel war nicht wirklich... annähernd in der Ecke Weltmeister zu werden bei den bisherigen Saisons, weil Mercedes dann doch einfach zu stark ist. Bin mal gespannt, wie das dieses Jahr werden wird mit dem Regen. Gefühlt noch nie so viel Regen gehabt wie in der letzten Saison. Das war schon krass. Und nochmal kurz zur Abstimmung. Habe ich jetzt auch nicht so großartig ausgeführt. Ich denke eben, dass wir auf Legende und auf Experte beiderseits natürlich zu tun hätten. Nicht, dass wir die ganze Zeit oder überwiegend einfach vorneweg fahren würden auf Experte. Deswegen kann ich eben damit leben, auch auf Experte zu fahren. Wäre ich ohne eure Abstimmung hier rangegangen, wäre ich auf Legende weitergefahren. Aber das wird eben die sehr wahrscheinlich letzte Saison bei F1 2015, die letzte volle Meisterschaftssaison werden und... Da sage ich mir einfach, ja, stelle ich einfach mal den Schwierigkeitsgrad zur Debatte, also zur Auswahl, zur Abstimmung für euch. Denn den einen oder anderen wird das vielleicht doch eben interessieren oder er wird es eben abhängig machen, ob er das jetzt schön oder nicht schön findet. Und da wollte ich es einfach mal mit reinhauen, eben weil es die letzte Saison ist, die wir hier sehr wahrscheinlich eben so erleben werden. Und demnach auch was anderes und eben was anderes, was ich euch da einfach mal gefragt habe, was ihr mitbestimmen konntet. Also, um mal kurz auf die ersten Rennen zu blicken.
Wir kennen sie auch mit dem Ferrari aus dem letzten Jahr. Da lief das ja doch ganz schön wunderbar. Na gut, die letzte Runde in Australien. Das war sowas. Da ging es ordentlich nach hinten und ordentlich drunter und drüber. Also in den ersten vier Rennen sollten in Australien die Chancen für uns am besten stehen. Was das jetzt werden wird, ein Sieg? Boah, will ich jetzt mal nicht wirklich bewerten meinerseits. Also ein Podestplatz sollte allemal drin sein in Australien. Und bei den anderen Rennen müssen wir mal schauen. Die zweitbesten Chancen meine ich dann in Malaysia zu haben. Da ist die KI zwar hier nochmal stärker als hier. Und ich mag die Strecke sehr. Dann eben China und Bahrain. Bahrain war dann doch überraschend wieder ein sehr schwieriges Pflaster. Aber das haben wir schon mit der Force India Saison gesehen. In der dritten Saison, jetzt kommt hier schon Wasser hoch, als wir gegen Hülkenberg gefahren sind, da ist er nämlich noch ganz knapp vor uns ins Ziel gekommen in Bahrain. Ja, da kommt Spanien, da sollte wirklich der Sieg drin sein. Letztes Jahr der zweite Platz da im Ferrari. Und ja, viel weiter will ich mal nicht schauen. Die ersten fünf Rennen kurz bewertet, ihr kennt das ja. Ihr wisst ja, wie stark die KI wo genau ist. Wenn ihr eben F1 2015 schon länger selber spielt oder eben hier mitverfolgt. Und ja, da muss ich an sich nicht großartig was verlieren, aber eine kleine Einschätzung meinerseits, finde ich, gehört auch immer dazu, wie ich einfach mal kurz über das Rennwochenende denke. Bin ja gerne doch zurückhaltend mit Erwartungen, die man schnüren kann. Einfach, weil ich dann doch eher positiv überraschen könnte. Jetzt schwimmt der Wagen schon. Ja, habe ich gerade gemerkt, das Heck kam nämlich rum. Und ja, schauen wir einfach mal, was drin ist. Einige schöne Rennen erleben. Und auch diese sechste Saison wird wieder ihre Momente haben. Ganz, ganz sicher. Tja, wenn gleich Intermediate-Zeit ist. Reifen sind jetzt schon sehr kalt im Rennen. Ich fahre gerade noch nicht volles Rohr. Wäre ich schon reingekommen? Schwierig zu beantworten. Wetterbericht. Okay, da soll das also so bleiben. Mit den Options sollte ich bei diesen Bedingungen nochmal einen kleinen Ticken besser zurechtkommen. Ah, die Reifen sind schon sehr kalt. Ich bremse schon angepasst an. Ja, wenn Regen dazu kommt oder die härteren Reifen, jetzt war es hier zu viel, dann haben wir eher wieder etwas Nachtreffen. Allbekannte, opa, jetzt fehlt mir hier auf der Vorderachse der Grip. Normalerweise geht man die Kurve Vollgas. Ich bin sie jetzt schon ansatzweise nicht Vollgas angefahren, aber es hat dennoch dafür gereicht, dass ich da nach außen getragen werde. Tja, ist die Frage, der Regen soll so anhalten. In Australien hatten wir noch gar keinen Regenrennen. Nee. Boah, jetzt komme ich ja auch nur noch sehr schwer rum. Die Ecke ist ja eher was für die Vorderreifen. Ganz klar, schnelle Kurven eher. Und dann langsame Ausgänge. Oder schwierige Ausgänge, wie zum Beispiel die letzte Kurve. Das ist dann wieder was für die Hinterreifen. Ich komme jetzt rein, weil ich würde jetzt auf jeden Fall reinkommen für Intermediates im Rennen. Dafür sind die Reifen vor allen Dingen hier zu kalt. Und dann noch eine weitere Runde auf diesen Mischmaschbedingungen? Nee. Ja, auch altbekannt, dass wenn der Wetterumschwung von trocken zu nass ist, sind wir eher eine Runde eher an der Box als die Konkurrenz. Und andersherum, wenn es wieder trocken wird, sind die eher auf den Trockenreifen als wir. Ja. Ich bin in der Zwischenzeit auch mal die Renneinstimmung für Monaco gefahren. Und ja, der McLaren Honda ist schon ein sehr angenehmes Fahrzeug auf der Hinterachse. Klar, der ist jetzt nicht wirklich schnell. Das ist ganz klar. Aber der lässt sich doch sehr angenehm fahren. Bin mal gespannt, wie das hier mit dem Ferrari die Saison sein wird, wie wir da so generell abschneiden werden. Bin aber auch mal gespannt auf Bahrain, weil da hatte ich mit dem Ferrari doch einige Probleme in der letzten Saison.
Also jetzt werden gerade erst umgeschwungen die Intermediates besser als die Trockenreifen. Die nehmen wir auch mal. Flüge will ich jetzt nicht verändern, Sprit auch nicht. Wir fahren jetzt erstmal so raus. Wobei, was machen gerade die anderen? Mal kurz geschaut. Die fahren noch auf Trockenreifen. Das ist schon zu spät. Die fahren zu lange auf den Trockenreifen. Wahrscheinlich werden sie auch in spätestens 2 Runden wieder reinkommen. Schön, dass unser Spiegel weiterhin tropft, auch in der Garage. An sich habe ich noch ein Rennen aufzunehmen, also nachdem ich meine 11-Tage-Pause hatte. Oh, der Ausgang war jetzt sehr angenehm. Fehlt mir noch ein Rennen, dann bin ich wieder bei meiner Standard auf Lager. Da kommt was an. Jetzt sind wir wahrscheinlich die gelbe Flagge. Eine Folge, dann bin ich wieder da, wo ich normalerweise DRS gibt's noch, okay? Wo ich wieder mit meinem Vorrat wäre an Folgen. So, ihr habt Trockenreifen, ihr müsstet jetzt ordentlich im... Hoppa, Herrenstein. Ihr müsstet jetzt ordentlich Probleme haben. Ich hab sie auch und hab schon mal die Nase angehauen. Dap, de, dap, de, da. Dann lernen wir schon mal die ersten nassen Bedingungen hier kennen. Vielleicht werden wir das auch im Rennen oder im Qualifying kennenlernen müssen. Untersteuern. Kurz deutlich vom Gas gegangen, um nicht ganz so weit nach außen, da ist auch bald die Bande, reinzukommen. Also die Intermediates sind jetzt optimal. Optimal ist aber nicht auf der Wiese zu fahren. Zeiten habe ich mir jetzt nicht notiert für Q1, also den Sprung in Q2 und Q3. Die Force India-Saison liegt schon etwas länger zurück. Dazwischen gab es ja auch nochmal ein Patch. Vielleicht hat sich da auch etwas getan, weiß ich nicht. Aber an sich sollte es jetzt eben einfacher für uns werden. Da brauche ich diese Zeiten jetzt nicht unbedingt. Und ja, ich hätte auch nochmal auf die externe Festplatte nachschauen müssen. Also auf meiner Festplatte, wo ich... die ich auch gerade im PC drin habe, also meine interne. Da habe ich noch die komplette Red Bull-Saison drauf. Die kommt erst gänzlich von dieser internen Festplatte, wenn ich... Eieiei. Wenn ich da alle Folgen veröffentlicht habe von der Ferrari-Saison. Natürlich liegt die Red Bull-Saison schon gesichert auf meiner externen Festplatte. Genauso wie die Force India-Saison, aber die habe ich nicht mehr hier direkt im Rechner drin. Und die will ich auch nicht rausholen, um jetzt wegen diesen Zeiten, die eher zu vernachlässigen sind, also welche Zeit wir brauchen, um in Q2 oder Q3 zu kommen. Boah, lässt sich wieder ganz schön schwammig fahren. Das ist eben der Regen. Wetterbericht. Okay, also entweder wird's nasser oder es wird trockener. Vettel ist auf jeden Fall reingekommen. Ja, zweiter Gang ist da eigentlich gar nichts. In Hinblick auf Untersteuern aber doch wieder eine leichte Option. Allzu viele Intermediates oder Regenreifen will ich auch, wenn es hart auf hart kommt, im freien Training nicht anreißen, weil die eben so begrenzt sind. Ja, zeitenmäßig, wenn es so bleibt, und wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit im freien Training, werden wir auf der 20 bleiben. Aber da werden wir wohl nicht im Qualifying stehen. Also Abu Dhabi, Platz 17. Da müsste auf Experte schon einiges verkehrt laufen. Eigentlich so wie damals im Force India in Kanada, als uns Ericsson dazwischen gekommen ist. Es war gerade noch trocken und dann mussten wir rein, weil wir ein Zusammentreffen mit einem Schweden hatten. Und als wir wieder raus sind, da war die Strecke zu nass, deswegen dieser doofe Startplatz. Aber dafür ein umso tolleres Rennen. So, schwimmi schwimm. Der Wagen rutscht schön. Und die Bremsen
bleiben stehen. Dann kurze Kontrolle oder kurze Testphase, wie sich das anfühlt. Okay, jetzt bleiben alle Reifen stehen. Scheint gerade echt nicht viel auf der Strecke los zu sein. Vettel ist auf jeden Fall in der Garage. Ja, will ich mal auf Fett fahren? Ich probiere es mal. Im freien Training kann ich es ja machen. Die Vorderreifen akklimatisieren sich aber auch gerade gar nicht. Ist wohl eher der Umschwung auf trockene Bedingungen. Wetterbericht. Wir denken, dass es in etwa 15 Minuten aufhört zu regnen. 15 Minuten. Also in 15 Minuten sind wir hier schon durch. So, Reifen sind wieder in Ordnung, schön grün. Ausfahrt der letzten Kurve hat auch soweit gepasst. Sogar eine Bestzeit im letzten Sektor. Reifen ist stehen geblieben. Und Vettel ist immer noch drin. Der will sich wohl dieses Wetter hier nicht geben. Ja, es haben auch einige von euch, auch schon in der letzten Saison, sich gewünscht, dass ich Sebastian Vettel nehme. Dass wir den Deutschen dann vielleicht hier zum WM-Titel bringen. Oder auch in der letzten Saison einfach fahren. Aber ich sag mir eben, wir wissen, dass Vettel hier als KI-Fahrer mehr Punkte einholt als der KI-Fahrer Kimi. Und deswegen ist da auch wieder meine Wahl auf Raikön gefallen. Vor allen Dingen eben auf Experte, dass wir den stärkeren Teamkollegen haben. Das ist mir dann wieder noch wichtiger. Und auf Legende war es sowieso wichtig, dass wir einfach den im Team haben, der mehr Punkte holt, weil hätten wir Vettel genommen, dann hätten wir, nehme ich jetzt einfach mal an, ich weiß es ja nicht, aber dann hätten wir die Konstrukteurswertung gegenüber Williams nicht gewonnen. Also in dieser Saison gab es keine Abstimmung, ja welches Team? Gibt es dann vielleicht bei der nächsten Abstimmung. Nächste Abstimmung weiß ich jetzt nicht genau. Gute 2,5 Monate liegen jetzt wieder erstmal für diese Saison bereit. Was dann ist? Ist dann F1 2016 die nächste Abstimmung? Ich weiß es nicht. Da lassen wir uns überraschen. Bei F1 2016, egal welches Team wir haben, ist ja schon mal grundsätzlich interessant, dass wir bei einem Team bleiben können. Weil der Wagen sich auch verbessern kann, dass wir eine Entwicklung auch über die Saisons hinweg haben, dass wir ein Team aufbauen können. Das finde ich eben sehr interessant. Mal schauen. DRS ist jetzt deaktiviert worden, obwohl es eigentlich eher besser werden sollte. Na gut, Regen hört noch auf. Aber die Strecke ist jetzt, glaube ich, so nass wie noch gar nicht. Wetterbericht. Es regnet 15 Minuten lang. 15 Minuten. Okay, wir sind immer noch bei 15 Minuten. Und Vettel ist immer noch drin, ja, der will ja einfach gar nicht fahren. Ich muss aber auch mal aufpassen, weil wir haben 4 Intermediates am Rennwochenende zur Verfügung. Jetzt habe ich einen schon ordentlich angefahren. Wenn es im Qualifying auch so nass werden sollte, ich weiß es ja nicht, dann brauchen wir da auch wieder Intermediates und an sich auch im Rennen. Deswegen fahre ich jetzt mal wieder rein, weil an sich bin ich jetzt soweit zufrieden. Also ich habe mich dann doch die letzten paar Runden mit diesen Bedingungen hier abgefunden. Anfreunden können, relativ gesehen. Und das reicht mir jetzt, weil ich muss dann doch eher Reifen sparen. Wer weiß, was in diesem Rennwochenende noch los ist. In der letzten Saison habe ich ja mal mit die Wetterversage in der 5. Saison erst herangezogen. Um zu schauen, ja, wie ernst können wir die nehmen? Hat nicht immer hingehauen. Wissen wir bestens. Es war ja in Kanada besonders, ne? Da wurde gesagt, wirklich komplett trocken. Was war dann? Regen. Deswegen kann man das nicht ganz für voll nehmen und plopp. Schon gar nicht, wenn man zum Beispiel zwischen Qualifying und Rennen eine längere Pause hat, weil da das Wetter im Hintergrund beim Spiel einfach weiterläuft und auch beim Rennabbruch, beim Spielabsturz Österreich. Mal sehen, wie das bei F1 2016 sein wird. Die ganzen Eigenarten des Spiels. Mittlerweile hier bei 300 Folgen. Die werden wir auch da wieder kennenlernen.
Das wird wieder ein Spaß werden und die ein oder andere Überraschung wird dann auch wieder rauskommen. Ich will jetzt mal kurz auf die Reifen schauen. Was sagt die Delta-Zeit? Die steht still. Die Trockenreifen werden immer... Nein, die werden besser. Die werden langsam schneller. Also es wird schon besser. Aber wir haben eben nicht mehr viel Zeit über. Ich könnte ja schon mal den Sprit festlegen für Q1. Das könnte ich ja schon mal machen. Mit den härteren. Ganz klar werde ich es angehen und hoffentlich auch schaffen. Und was werde ich da mitnehmen? 11 Kilogramm klingt ganz gut. Ja, in Abu Dhabi, das eine Kilogramm mehr. Das wäre so schön gewesen. Das hätte uns vielleicht den Q2 gebracht. Aber das liegt jetzt hinter uns. Immerhin haben wir als Team dann noch den zweiten Platz eingefahren, was ja das Ziel war. Es fährt gerade niemand, oder? Wir können mal kurz schauen. Ne, da steht ja was schon. Eine dicke, fette, runde, schöne Null. Stark bewölkt, gefolgt von möglichen Schauern. Wir sehen es ja auch bei der Vorhersage. Es wird wieder besser. Aber die Wolken werden wieder voller. Oh. Das wissen wir immerhin schon mal für die nächsten vielen Minuten. Oh, Umschwung, Bescheid. Da hat sich gerade noch was geändert. Ich werde mal wieder zu den Reifen gehen. Da sehen wir die Delta-Zeit. Ich glaube nicht, dass wir nochmal auf Trockenreifen fahren werden, außer es wird jetzt eklatant trockener. Ja, wir sind schon wieder 2 Sekunden schneller. Könnte doch noch was werden. Da packe ich schon mal die weicheren drauf, zumal die auch schneller sind als die Intermediates. Nur noch 3 Sekunden. Ja, da fahren wir dann nochmal raus. Fein. Freut mich. 11, 3x0 und hier 4x0. 3x0. Entschuldigung. Genau, das passt. Und Options auch noch alle frisch. Wir haben ja Singapur mit dem Red Bull erlebt. Da waren die ja angefahren im Qualifying. Das war ja nicht so schön. Zumal das Qualifying auch im Red Bull nicht schön war, weil das Freitraining so pitschepatsche nass war. Was will ich nochmal schauen? Eigentlich will ich gar nichts weiter schauen. Bleibe ich doch mal kurz hier. Also es fährt gerade gar niemand, deswegen sehen wir die Boxengasse. Schaue ich mir nochmal die Delta-Zeit an. Wir werden aber gleich rausfahren. Weil wir fahren ja noch unsere Outlap und währenddessen wird die Strecke ja noch weiter trockener. Ah, sie ist schon fast... für die Trockenreifen ganz gut, aber wird noch sehr schwierig sein, den Wagen zu kontrollieren. Ist dann wieder so ein Risiko, was man eingehen müsste im Rennen oder eben nicht. Man wartet eben eine Runde länger mit den Intermediates und verliert vielleicht, ja, 1-2 Sekunden, ist dann aber vielleicht etwas sicherer unterwegs. In Brasilien bin ich ja bewusst draußen geblieben bis zum Ende und das hat uns ja nochmal ein paar Punkte mehr beschert. Die waren zwar am Ende nicht wichtig für die Konstrukteurs-WM, aber das weiß man nicht. Jetzt fahren die ersten wieder raus. Jetzt bin ich mal gespannt, auf welchen Reifen. Der erste fährt und es sind Intermediates. Okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht anders erwartet, weil die Stand jetzt noch besser sind und daran orientiert sich das Spiel wohl. So vorausschauend ist es dann wohl nicht. Und Nasser ist aktuell der Einzige. Komm, wir machen uns auch mal bereit. Hier kommt schon ein Williams an. Und wir schicken den Roten hinterher. Bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt fahren lässt. Reifen sind noch recht grün, jetzt werden sie aber schon schlagartig blau. Oh, richtig blau. Eisekalt. Boah, wie sie durchdrehen. Ich gehe ganz leicht aufs Gas. Hat Vettel da gerade eben nochmal die Bremsbalance verstellt? Weil da unten wird das im Spiel gemacht. Also ja, das war auf jeden Fall der Handgriff. Ein DS gibt's wieder. Was ich schon gesehen habe beim 2016er McLaren bei irgendeinem Rennen, da hat einer der beiden Fahrer die Bremsbalance am Lenkrad verstellt. Hier im Spiel ist es allgemein so, da hat jeder Fahrer den Griff da neben das Lenkrad, da ins Cockpit, um die Bremsbalance zu verstellen. Mal sehen, ob das im Spiel bei F1 2016 Unterschiede hat. Mal sehen.
Oh, Reifen werden zu warm. Da heißt es wieder aufpassen. Kurve bekommen, nicht abkürzen, dann auch für, wenn es im Rennen regnen sollte. Ach ja, abkürzen, was mir gerade einfällt, weil ich es ja gerade irgendwie angerissen habe. Von DTM and F1 kam noch ein Vorschlag. Boah, lässt sich noch schwierig fahren. Von dir kam auch der Vorschlag, dass, wenn Experte eben für mich doch etwas zu einfach ist, ein klein wenig eben, war ja schon mit dem Force India so, dass ich dann die strenge Handhabe reinhaue. Grundsätzlich eine gute Idee, aber ich mag eben grundsätzlich diese strenge Handhabe in der Ausführung nicht. Also, Moment, letzte Kurve, ja, ist noch schwierig, die Fans jubeln aber, die freuen sich, dass wir hier rumrutschen. Wir kennen sie, wir haben sie ausgiebig getestet, ja, beim Abkürzen, wenn ich es eben mal nicht mitbekommen sollte, ist es dann hilfreich, dass man eben auch eingebremst wird. Aber vor allen Dingen beim Strecke verlassen ist das so ein Graus für mich, eher ein Frustmoment, deswegen ich es einfach nicht mag. Mal sehen, wie die Saison hier verläuft. Also, besonders im Hinblick auf Ungarn zum Beispiel. Erste Linkskurve, der Ausgang, wenn ich es da wirklich mal nicht hinbekommen sollte. Na, das war schon wieder daneben. Was sagt er hier? Wahrscheinlich nichts, was gerade übergeblendet hat. Ja, Ungarn, die erste Linkskurve. 3x5 Sekunden dafür reinzubekommen. Kann man jetzt auch sagen, ja, benutzt nur die Rückblende. Von der Rückblende bin ich aber allgemein kein Fan von. Ich finde gut, dass es die im Spiel gibt, weil eben die ganzen Fehler im Spiel vorhanden sind. Aber wenn ich zum Beispiel schon an unsere letzte Saison denke, die Strafen in Kanada, als es so nass war, bei dem Grünstreifen links nach der Spitzkehre, oder auch in Spanien, wenn man da das Heck hinten verliert, ja, das Heck vorne, wenn man da das Heck verliert, auf den Grünstreifen rechts kommt, dann heißt es wieder Kurve abkürzen. Da gab es ja auch schon, selbst bei der normalen Handhabe eine Strafe. Naja, also ich finde auch schon, dass sich das Abkürzen bei mir schon deutlich gebessert hat. Ja, es kommen immer noch ein paar Kurven vor, wo ich es einfach nicht mitbekomme, weil es teilweise so eng ist oder ich einfach gerade auf was anderes achte, dass ich dann eben nicht vom Gas gehen kann, weil ich es eben nicht beachtet habe, nicht mitbekommen habe. Aber ich finde es eben schon ein deutlicher Unterschied, wenn man die Ferrari-Saison und zum Beispiel die Force India-Saison sieht. Bin mal gespannt, ja, auch wieder gespannt, wie das bei F1 2016 sein wird mit dem Abkürzen. Ist das von Haus aus von Anfang an wieder so komisch wie bei F1 2015? Gibt es dann auch die strenge Handhabe in der Form wieder? Von Anfang an oder erst später? Das werden wir alles sehen. Die vielen Fragen, was wir erst wieder herausfinden müssen, wenn wir das Spiel unter die Finger und unter die Füße bekommen. Neue Spiele sind ja auch immer so ein kleines Abenteuer, so eine Entdeckungstour. Die Eigenarten kennenlernen, das Spiel auch lesen können. Daraus eben seine Vorteile ziehen, weil man einfach die Schwächen auch dann der KI kennt. Das ist ja bei jedem Spiel so. Und dann eben das Beste daraus machen und allgemein das Spiel besser verstehen lernen. Es einfach lesen zu können. Darauf freue ich mich bei neuen Spielen auch immer, grundlegend. Wenn einfach was anders gemacht wird, als bei bisherigen Ablegern. Ja, die Rechtskurve ganz besonders da hinten. Die erste Rechtskurve im dritten Sektor. Auch ein potenzieller Fall fürs Abkürzen. Ah, wir werden keine Runde mehr fahren können. Aber die Slicks, die waren jetzt auf jeden Fall die bessere Wahl gegen Ente. Letzter Bericht. Es sollte in Kürze aufhören zu regnen. Der Regen hört wohl in ein paar Minuten auf. Ja, für Trockenreifen kann man schon... Mit Trockenreifen kann man schon unterwegs sein. Wir haben uns sogar nochmal verbessert. Hui, aber immerhin noch Platz 20. Schön. Die Zeiten vom Training sind nicht immer aussagekräftig für die Leistung beim Qualifying oder beim Rennen. Doch Nico Rosbergs Topzeit heute war beeindruckend. Und ich denke, er wird auch morgen auf der Strecke ganz weit vorn stehen. Zwei Deutsche stehen ganz vorne und wir sind der Erste und Einzige, der mit den Options hier wohl gefahren ist. Weil zu Beginn fahren die ja alle noch auf den Primes und gegen Ende waren bloß wir auf den Options mit einer gewerteten Zeit unterwegs. Strafen gab es nicht, also geht schon mal das Qualifying ohne zusätzliche Laster für alle los.
Ihr habt es mehrheitlich entschieden, dass wir diese Saison auf Experte fahren werden. Man sollte schon annehmen können, dass wir Vettel auch im Qualifying schlagen sollten. Australien ist eben hinsichtlich der KI noch am einfachsten, das sollte genutzt werden. Mehr sage ich dazu mal nicht, weil ich Erwartungen eben gerne etwas weiter unten ansiedle. Und dann Punkt, Punkt, Punkt. Den weiteren Wortlaut solltet ihr kennen. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, tschüss.